Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Ja Leute, jetzt haben wir hier auch noch ein paar Verbote, ne? Na gut, okay. Wieder, alles zerkratzt, merke ich gerade. Teetassen. Psst, Nelly. Was? Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Excellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Ach, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Genau. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Mhm. Okay. Geschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken. Mach mal. Aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Das haben wir ja schon, ne? Wir haben hier tolle Kirschen. Warte mal, neue Teetasse. Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. Okay. Neuen Tee zu servieren war so. Ja kein Problem. Aber wo sollt... Wenn Lilly schon neuen Tee kochte, dann auch einen, der es in sich hatte. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheit... Och, really? Muss ich das da reinpacken? Ja, natürlich. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Uh-uh. Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Sehr gut. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit, eine Rooibos-Tollkirschenmischung. Das ist gut. So, dann würde ich sagen, bitteschön, Frau Oberin. Na endlich. Es wurde ja auch Zeit. Dummes Alles klar. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu... hysterisch.
Was ist diese Stickerei? Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Alles klar? Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ah, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes... What? Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Okay. Dieser Elektroschock. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Hallo, Lilly, du willst... Ach, das hat die... Irgendetwas... Kann ich nochmal mit... Gerrit reden? Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Mach die Tür von der anderen Seite auf. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Okay. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. 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 Jo. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Nugi! Diesen Staring-Contest würde Lilly verlieren. Kann ich hier rausgehen? Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Ah, es taucht! Mein Auge brennt!
Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Das tut sie doch nicht. Diesen Step. Ah! Ich sehe gerade was. Mein Arm! Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht. Ach, Moment, ja klar. Mein Arm! Ja, okay. Hm. Oh, wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Lauf, Lilly! Lauf! Wir haben keine Keule mehr, dein Ernst? Warum ist die Keule denn jetzt weg? Ach, Mensch. Mein Auge brennt! Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Okay. Hab ich niemand. Hallo. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Und du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber ja. Wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Gute Frage. Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Ja, eben. Bin ich auch der Meinung. So, dann setzen wir die Linse mal hier ein. Na du, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist Feuer. Ah, ich brenne. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Darf ich nicht. Nun tu doch was, Lilly. Ich schmelze. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Aber vielleicht gab es ja tatsächlich für jede Regel eine Ausnahme. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Da siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Echt so? Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das, halt nicht! Nein! Ja, das ist jetzt doof, ne? Lilly hatte das Feuer entsorgt. Das ist doof. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Ja. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Yes! Yeah. Nice. Das erste Verbot können wir jetzt aufheben. Sehr gut. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf.
Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Wo lagert sie die ganzen Sachen eigentlich, die sie im Inventar hat? Ich meine, so ohne Rucksack oder Hosentaschen. Ja, ich glaube, das will ich gar nicht wissen, wo sie das lagert. Nein, das ist eine Frage, die wird, glaube ich, niemals geklärt werden. Oh Mann. So, wir dürfen jetzt mit Feuer spielen. Endlich konnte Lilly wieder nach Herzenslust ins Feuer greifen. Was nicht hieß, dass das eine gute Idee war. Oh. Ja, in ihren Socken könnte eine Möglichkeit sein, ja. Vielleicht auch in ihrer Schleife so. Vielleicht ist da ja so ein Geheimfach oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder sie hat eigentlich noch kleinere Füße und die Schuhe sind einfach nur dazu da, um da Sachen zu platzieren. Konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Tatsächlich! Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Ein Geheimgang? Lilly! Hey. Du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? Oder in ihrem hohlen Kopf. Wer greift denn einfach so ins Feuer? Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Okay. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Dann verhafte sie doch einfach. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuscht. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Yeah! Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Yeah! Ich will etwas gerade ansehen. Auf die Karte würde sie später schauen. Sie Toll. Rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Ha,
Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Nein. Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.